Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von Mein Ecohof. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir hier zur Ruhe kommen möchtest. Ja, wir sind hier, oder ich bin hier wieder fleißig am Produzieren. Hier bin ich dabei, den Boden auszutauschen. Ich habe auch hier schon so ein bisschen die Fenster ausgetauscht. Warum das? Dazu an einer anderen Stelle in naher Zukunft mehr. Hier bin ich dabei, einen LKW zu bauen, einen neuen und vor allen Dingen ein Windrad, weil die ganze Zeit hier der Strom ausgeht. Ihr seht, wuff, Strom wieder aus. Und was fehlt hier jetzt eigentlich noch? Wollte ich gucken. Genau, zwei Advanced Circuits. Die hatte ich hier schon mal angeguckt, wie viel dabei rumkommen könnten. Falsch. Das sollten wir ruhig alle bauen, weil wir werden sowieso noch viel mehr davon brauchen. Was uns aber auch zeigt, das Kupfer geht schon wieder alle. Und damit, ja, wird es dann auch irgendwann wieder eng hier in der Welt. Haben wir noch Advanced Circuits? Nee. So, dann bauen wir hier noch die Reifen. Das ist natürlich auch, da fehlt noch Kunststoff. Ich dachte, ich hätte den hergestellt. Also Gummi. Scheint aber nicht so zu... Doch, hier soll... Hä? Wieso habe ich den da reingelegt? Nehmen wir den mal da rein. So. Dann geht es ja auch weiter. Und ja, Getriebeteile sollten wir eigentlich immer auf Anschlag halten, auf Vorrat produzieren. Oh, die sind schon fertig. Weil, ja, Windräder werden wir jede Menge brauchen. Und das heißt, wir müssen auch jede Menge mehr Material holen. So, dann packen wir das auch mal hier in das Eingangslager für den. Jo, dann habe ich noch hier, wir hatten ja diesen gusseisernen Ofen, den ich versehentlich zweimal gebaut habe. Habe ich noch mit hier an unserer Anlage angeschlossen. Und auch hier können wir jetzt natürlich den Ofen einsetzen, aber jetzt brauchen wir erstmal mehr Strom. Und dafür brauchen wir das Windrad und das ist jetzt hier gerade im Bau und ist gleich fertig. Was fehlt denn noch für das Auto? Gucken wir mal. Stahlplatten, die habe ich glaube ich. Oh, die Räder bauen wir gerade und eine Stahlachse, die müssen wir noch drehen. Dazu gehen wir mal hier an die fantastische Drehbank. So, stellen wir her und dafür brauchen wir vier Stahl. Hier haben wir schon mal zwei Stahl. Und Epoxidharz brauchen wir auch. So. Jetzt werde ich nochmal Stahl rüber schaffen. Stahl habe ich auch jede Menge gekocht. Packen den mal dahin. Und dann packen wir das mal so. Dann kommt die Stahlachse direkt in die Maschine, wo sie rein muss. Und hier ist unser Windrad. Und das werden wir jetzt taktisch klug aufstellen. Nämlich, dass wir mal so aufstellen, dass wir das direkt als Strommast nutzen. Und ja, wir brauchen dann jede Menge mehr Kupfer. Und wie soll ich sagen, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Da habe ich schon mal was vorbereitet, liebe Lein. Kann man gleich mal gucken, ne, was wir da haben. So, unser erstes Windrad. Da bin ich ja mal gespannt, wie groß das ist. Wie viel Krach das macht. Und ob wir dann die Fasanen unter dem Windrad dann noch aufsammeln können und zu Fleisch verarbeiten. So. Und zwar würde ich das gerne hier irgendwo hinsetzen, sodass wir langsam mit den Windrädern uns Richtung Stadt das, sozusagen das Stromnetz hinbauen. Okay. Wie sieht's hier aus? Ist im Netz. Ausgabe 2500 und ist im Netz. Und überträgt dann auch den Strom weiter in die Stadt. Sieht nur so rum scheiße aus. Da drehen wir mal anders. So. Ist im Netz. Sieht gut aus. So könnten wir das lassen. Ja, da müssen wir eigentlich nur noch ein weiteres hier oben auf dem Berg hinbauen. Eigentlich wollte ich das ja mit Straßenlampen lösen. Aber so haben wir dann auch elektrischen Strom. Und jetzt können wir auch wirklich dann alle Gerätschaften wieder anschmeißen. Wir haben ja wirklich ein bisschen gespart.
Hier habe ich auch noch ein bisschen umgebaut. Wir hatten halt so viel Asphalt, den ich jetzt... Also ich muss so viel Sand loswerden auch und Steine in Sand verwandeln und so weiter. Dann habe ich hier die alte Rampe hab ich abgebaut. Und hier habe ich jetzt die Straße erweitert und rechts und links so Bürgersteige hingebaut. Dass also wirklich ja nichts passieren kann, wenn ich hier runter oder rauf fahre, dass ich hier runterfalle oder so. Und guck mal, so ist das Windrad auch relativ dezent. Nimmt so den Wind mit, der hier so drüber weht. Man hört den Wind ja auch hier. Sehr gut. Da würde ich dann noch ein, zwei hier aufstellen und dann machen wir irgendwo anders einen Windpark hin. So viel zum Thema, wir bauen eine Solar... wir bauen einen Solarpark. So schnell ist das... So schnell ist das wieder obsolet. Tja, aus irgendeinem Grund werden die Gläser... wird kein Glas mehr hergestellt. Was fehlt denn dem Glashersteller? Ach, da fehlt Sand. Okay, ja, wir hatten... Ich hatte... Das Übliche. Ich habe wieder Sand angestellt... Also Sand... Asphalt hergestellt. Braucht Sand. Und Glas hergestellt. Braucht Sand. Und dann vergisst man natürlich, okay, ich habe ja den Sand schon für das eine Rezept eingeplant. Ja, Kupfer, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen in Empfangsgeräten, da habe ich auch etwas vorbereitet. Ich habe mal die Maschine mitgenommen. Da steht sie. Und jetzt können wir hier so ein bisschen die Früchte unserer Arbeit ernten. Denn selbst hier, wo wir geglaubt haben, hier hätten wir schon alles erschlossen, waren immer noch wieder, ne, einzelne Kupfereinschlüsse hier in den Wänden drin. Und ihr seht es auch hier, ist noch weiterer. Jetzt bin ich gerade dabei, hier so ein bisschen hier durchzufahren. Um mal zu gucken, in welche Richtung können wir hier so einen Semi-Tagebau unterirdisch machen, ne? Also, man kennt es, das sind die berühmten unterirdischen Tagebau. Tagebaus? Tagebäue? Hier auch noch was in der Wand drin. So. Und da ist es wieder das So. Ja, das Problem ist halt sehr, sehr viel Abraum versus dann wirklich dem nutzbaren Zeug, was hier rauskommt. Hier wollte ich einfach mal den Weg so ein bisschen durchbauen, dass wir hier... ja, rein und rausfahren können, aber das hat dann auch nicht so gut geklappt. Ah, hier ist auch noch was. Komm ich da hin? Mach mir halt ein bisschen Sorgen, weil wir wirklich so viel Kupfer noch brauchen werden. Andererseits, wir waren ja noch gar nicht auf dem anderen Kontinent. Das ist ja gegebenenfalls auch noch was zu holen. So, warte mal, was ist denn jetzt hier was? Ist das Mitte oder ist das Mitte? Wir gucken mal eben. Machen wir mal Karte. Wir müssen das mal hier beschriften mit Karte oben oder so. So. Ich glaube doch, dass es ein wiederkehrendes Thema ist. Der Ressourcenmangel. Ja, hier ist dann auch nichts mehr, so wie es aussieht, ne? Und hier unten... Ich weiß nicht, ob wir hier dann zu hoch oder zu tief sind. Ob ich dann überhaupt hier erstmal weiter graben sollte mit dem automatischen Excavator. Ihr seht, ich habe unten das Biom eingeblendet, wenn ihr jetzt auf die kleinen Mauszeiger achtet. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier... Hier laufe ich jetzt aus dem Bereich... Ach, hier ist auch noch was. Hier laufe ich jetzt aus dem Bereich so langsam raus. Und ihr seht auch, hier ändert sich der Stein. Heißt, die Frage ist immer jetzt, ist das nur, weil wir da... Ne, ist das passend, weil wir nicht passend, weil wir nicht hoch genug oder tief genug sind? Da müsste man dann von oben zählen. Da weiß ich immer noch nicht, ob das dann irgendwie normiert ist. Weil wir wissen ja immer noch nicht, ob das jetzt von irgendwie einem Durchschnittswert gerechnet ist. Das heißt ja unterhalb der Oberfläche. Ne? Und das ist natürlich ein... Ganz ehrlich, das ist natürlich ein variabler Wert, ne? Und wenn der Berg schon uneben ist, was zählt denn dann, ne? Ist ja das Problem. So. Das mit dem Rückwärtsdrehen, das muss man, hoffentlich kann man das irgendwann mal in den Tasteneinstellungen ändern, weil es ist echt sehr verwirrend.
Ja, würde ich sagen, wir gucken hier nochmal so ein bisschen. Aber ihr seht schon, ne? Also selbst wenn ich jetzt hier... Man müsste eigentlich so einen Gang machen, in eine Richtung immer weiterfahren, statt hier so schräg. Oh, da haben wir wieder Glück. Da ist ein bisschen Kupfer. Und der Rest ist halt, ja, Steine. Ich habe auch noch mal ein bisschen Fett wegtransportiert für den Biodiesel. Nicht, dass wir hier irgendwann am Trockenen stehen mit dem Treibstoff. Das wäre nicht so schön. Und ja, was man glaube ich auch sehen kann, ist, wir müssen mit dem großen Fahrgerät hier rein. Also mit den großen Baggern und LKWs, die wir jetzt auch bauen. So, das wäre jetzt oben. Jetzt komme ich nur nicht mehr an die Schaufel dran. Ist auch doof. Ich dachte, da wäre ich noch dran gekommen. So, das ist der aus dem Abbau. Da müssen wir den aus dem Abbau leer machen und dann kommen wir da wieder dran. Diese Wagenketten, macht ihr das eigentlich auch so? Nimmt mich Wunder. Sieht man mal, wie riesig diese Schaufel ist. Ja, das war, ne, das war wieder eine Niete hier. Da haben wir jetzt ein riesengroßes Loch gebuddelt. Für 4 Kupfererz. Also das wird noch sehr, 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 sehr mühselig, glaube ich. Vor allem, wie gesagt, weil wir nicht das mit den Höhen nicht wissen. Ich glaube, das ist bei dem neuen Map Generator ist das echt viel, viel besser. So, dann nehmen wir mal Kupfererz und das ganze Granit. Ich nehme immer nur eine Sorte von dem Stein mit, damit ich dann sauber den Auftrag erstellen kann. Das macht mir mehr Sinn. So. Gucken wir mal. Und auch hier haben wir jetzt die Lehre, glaube ich, gezogen. Lieber immer so bauen. Baut eure Minen immer so, dass ihr mit Fahrzeugen reinfahren könnt. Aber stell dir vor, ne? Wir könnten jetzt mit dem LKW hier runterfahren. Dann könnten wir das schön aufladen. Das wäre schon toll. Hätte Fahrradkette, sagte ein einziger Bewerbung um die Kanzlerschaft. Ist schon wieder voll. Oh, dann können wir nämlich den Stein zerschlagen oder wieder Sand draus machen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber immerhin, ne, wir haben die erste Windkraftanlage in Betrieb genommen. So, voll. Entschuldigung. Bringen wir das mal weg und stellen wieder Kupfer her. Ist ja schon beruhigend, dass es jetzt nicht mehr so extrem viel verbraucht wie bis dato. Wir werden mal kurz bei der Glasproduktion schauen, weil da habe ich die Sorge, dass uns einfach nur das Glas irgendwie... Dass wir noch mehr... Ich denke, wir haben da noch mehr Sand im Lager. Nur, dass der Ofen hat ja nur so begrenzt Zugriff. Ja, seht ihr? Dann machen wir das mal so. Einen lassen wir frei. Und wie viel Sand und Asphalt wir hier herstellen, hat natürlich auch den Grund, dass ich den Sand auch aufbrauchen will. Ich will natürlich auch diese Straßen hier, also die jetzt nicht, die hatte ich schon gesagt, das soll so ein bisschen so bleiben, wie es am Anfang immer gewesen ist. So ein bisschen noch traditionell, wie es war sozusagen. Eigentlich geht es auch weiter. Wenn die Unlocks, ist wahrscheinlich das Lager voll. Da wollte ich noch ein bisschen Bauholz bauen, for what is worse, keine Ahnung, für was wir nochmal brauchen können. So. Entschuldigung.
Ja, mit dem Strom, der dann in der Stadt ankommt, können wir dann natürlich im kleinen Dörfchen dann auch so kleine Straßenlaternchen hinbauen und so. Hier würde ich gerne die großen hinbauen. Und wir arbeiten natürlich auch weiterhin am in der Molekularküche. Ha. Wir hätten hier geparkt. Wer war denn das? Mensch. Ach, das ist ja immer wieder das gleiche hier. Oh, ja. Die Seite fahren. Da sind wir an der Seite. Und dann schauen wir mal, dass wir den jetzt mit der neuen Energie. Ion. Neue Energie. Hashtag Werbung. Ja, erstmal hier wieder Platz schaffen. So. Genau. Dann hier. Ja, bei den Crush on the Copper. Und dann könnten wir uns mal anschauen. Weil jetzt haben wir ja Strom. Ich hoffe auch genug. Guck hier, kommt alles an. 2500, nachher 400. Die Öl... Oh, die Ölanlage. Die Ölanlage? Was ist denn das für ein Wort? Ist auch nicht an. Aber wir können jetzt schon mal für die gekochte Wurst... Hab ich einzeln hier hochgeschleppt. Die Würste sind ganz schön schwer, ne? So 100 Würste im Inventar kann ich nicht alleine tragen. Finde ich voll unrealistisch. So. Entschuldigung. 23. Ich muss mir das abgewöhnen. Das Problem ist, jetzt wo ich euch darauf aufmerksam gemacht habe, hört ihr das immer. Das ist sehr ungeschickt. So, Stahlplatten hatten wir auch noch irgendwo. Da bin ich mir sicher. Da. Dann war die, aber da fehlt eine oder zwei. Werden wir ja auch ohnehin noch mehr von brauchen. 18, 22, 23. 20. Machen wir nochmal bei 7. Und dann sollte auch gleich der neue LKW fertig sein. Dann müssen wir uns überlegen. Sprit haben wir natürlich nicht für den. Ich bin dann außerordentlich gespannt, wie viel Platz da dann drin ist. Und wir brauchen natürlich dann weitere Dinge, die wir hier herstellen können. Ich wollte nur kurz anmerken, das Laboratorium, das ist hier meine Sorge. Und zwar, wie 2,8? Zur Erforschung der wissenschaftlichen Seite des Kochens, das können wir eigentlich so herstellen. Wisst ihr, was ich das, was ich meinte? Wo ist denn... Ach, ich glaube, das stellen wir da hinten her, ne? Nee, auch nicht. Doch, hier. Und dieses wiederum benötigt Raumstufe 3,8. Und deswegen beginne ich gerade die ganze Zeit, hier das umzubauen, weil ich möchte das gerne alles hier drin haben. Deswegen kommt hier jetzt so ein richtiger Industrieboden rein, ne? Und, ja, damit er die Raumstufe ansteigt, mittlerweile von 3, weiß ich nicht, 47 oder so, auf 3,58, das Austauschen der Fenster und so weiter. Mit den Skillstufen ist die Raumanforderung natürlich auch noch geringer. Eine Stahlplatte fehlt noch, okay, das kriegen wir hin. Und dann sollten wir noch das kleine Labor mal eben bauen. So, dafür brauchen wir Kompaktkran, Kühlschrank, Laboratorium. Ja, und dann möchte ich gerne auch diese Straßenlaternen und sowas bauen. Dann geben wir dem mal kurz Zugriff. Nee, das reicht nicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal mit dem LKW runter zur
zur Raffinerie. Schau mal, wie viel Biodiesel wir dort haben, um diesen LKW zu betreiben und wie viel mehr jetzt auch in den LKW reingeht. Das wäre natürlich ein Hohn, wenn wir dann so kleine Dampflastkraftwagen als Pufferspeicher nehmen. Aber andererseits, die Karts sind ja wirklich sehr klein. Also das könnte eine Idee sein, wie wir das noch ein bisschen größer machen, mehr automatisiert machen. Und auch diese Wüstenstraße müssten wir eigentlich mal größer machen. Dann hätten wir auch wieder ein bisschen Sand für die Landaufschüttung. So. Hier ist der LKW. Und hier ist der Biodiesel, den ich extra dafür herstellte. Das war ein bisschen zu schnell. Kenne ich sonst überhaupt nicht. 8000. Also statt 5000 sind es 8000. Das ist schon mal gut. Okay. Gefällt mir. So. Die Frage ist jetzt, was stellen wir noch her? Wir brauchen wahrscheinlich noch jede Menge Epoxidharz, alle für die Fenster herzustellen und so weiter. Und Strom haben wir jetzt auch genug, nehme ich an. Kohle müssen wir nochmal holen. Dann machen wir mal einen 60er Auftrag. Tja, und dann haben wir schon wieder keine Fässer mehr und auch keine Kraft mehr. Das heißt, die könnten einfach hier so... Das ist natürlich jetzt Liebhaberei, ne? Und das meine ich halt genau mit Großdenken, große Aufträge. 500 Fässer herunterfahren oder so, ne? Einfach mal Gas geben. Aber ist halt nicht, wenn man so klein denkt. Was ich ja sonst eigentlich nicht tue. Sonst plane ich ja Produktion auch so ein bisschen im Voraus. So, wie sieht es jetzt mit dem Strom aus? Aha, ne? Seht ihr, also, lass noch ein paar Lampen bauen. Stehen wir schon wieder da. Wir weiter bauen den neuen LKW ein hier. Mal gucken, ob der größer ist. Wie sich der auf der Straße anfühlt. So, Wendekreis und so. Dann könnten wir theoretisch... Was haben wir denn jetzt im Moment viel zu transportieren? Ja, jetzt stehe ich da, ne? Lass uns noch ein bisschen mehr Kupfer holen und Sachen aus der Mine. Huch, warte mal. Ist vielleicht so doch besser. Weil dann können wir nämlich testen, ob wir jetzt zu der Mine überhaupt hochkommen hier. Und irgendwie fühlt sich das für mich gerade so an, als wäre hier nochmal ein neues Zeitalter angefangen. Wisst ihr so? Habt ihr auch so diese Vibrations? Es geht. Bisschen eng, aber es geht. Trotzdem würde ich gerne auch hier die Straße dann irgendwann umbauen. Schön. Oh. Wieso ist der jetzt nicht in Reichweite? So, wenn er jetzt aber nicht in Reichweite ist, dann weiß ich es nicht. Ach.
Und jetzt ist die Frage, wohin arbeiten wir jetzt weiter? Ich wollte ja mal versuchen, ob wir hier in die Richtung weiterbauen können. Jetzt ist das Problem, da wird der Berg so hoch, dass wir möglicherweise zu tief sind. Was wäre so cool, wenn wir dann hier oben echt wieder rauskämen. Und ich glaube, ich will auch irgendwie wissen, ob das dann dahinter wieder weitergehen würde. Die Neugier, die ist echt groß gerade. Andererseits müssen wir ja zielstrebig vorankommen. Andererseits ist es ein Let's Play und man soll ja Spaß haben. Uff. Wir machen es einfach mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und wie es dann hier hinter weitergeht. Das interessiert mich gerade wirklich. Warte mal, wir müssen die Schaufel. Du kannst die Schaufel so einstellen, dass die alle drei Bahnen mitnimmt. Da muss ein bisschen testen. Also unten, Mitte, oben. Müssen wir aber auch nicht, ne? Kannst du auch einfach so machen. Ich hätte auch gerne eine Anzeige, wann ist denn voll? Und wir müssen mit dem ganzen Kladderadatsch natürlich auch irgendwann mal in die Goldmine fahren, weil da ist ja wirklich das Problem. Da haben wir ja wirklich sehr, sehr viel sehr viel, was wir wegräumen müssen, bevor wir irgendwo drankommen, ne? Das könnte eine ganze Weile dauern, was wir hier machen. Aber gib uns den Stein, den wir auch brauchen. Mit dem Bagger könnten wir übrigens wunderbar... Wie hoch kommt denn der maximal? Das müssen wir mal eben testen. Was Abbauen angeht, meine ich. Weil wenn der 5 hochkommt, dann können wir unser Endlager bauen. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus gerade. Das ist 4 hoch. Eventuell kommen wir noch höher, weil ich jetzt die Schaufel nicht mehr weiter hoch machen konnte, weil es schon zu eng war. Tja, jetzt haben wir wieder eine ganze Ladung Steine. Die wollen mit dem Stahl dann zu dem Tier 4 Boden verschmelzen. Achso, der war gar nicht noch gar nicht voll, oder? Uff, ich tue eine ganze Menge rein. Ja komm, dann will ich das jetzt aber noch testen hier am Ende der Folge. So, erstmal hier den Müll wieder weg. Oh, neuer Kochskill. Schön. Da können wir dann gleich auch nochmal skillen, ne? Die ganzen Vorteile, weniger zu verbrauchen. Für unsere Molekularforschung ist es ja nicht schlecht, wenn wir da noch weniger... So, jetzt wollte ich gucken, ob wir hier noch höher kommen. Wir drehen mal hoch. Das so besser sehen. Ja. Nee. Also gut, wenn es nicht nötig ist, dann sollten wir hier auch nicht unnötig mehr wegnehmen. Und wir fahren jetzt die ganze Zeit durch das Biom, wo es halt den Kupfer geben soll. Und das Gestein ist das Falsche, ne? Tja. Und diese Schaufel von den Geräten geht echt viel rein. Das kennen wir auch aus dem Gold Rush Projekt, ne? Da geht ja auch so viel in die Schaufel rein, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ist immer noch nicht voll. Boah.
Ja, jetzt bin ich ja enttäuscht, dass da so viel reingeht, nachdem wir gehofft haben, dass da sehr viel mehr reingeht. Ich bin manchmal sehr, wie heißt das, ambivalent? Ist das das richtige Wort, Alice? Ja, genau so passiert das halt. Da steht da der kleine LKW. Ach, wie schön. Der kommt jetzt wahrscheinlich gleich den Berg gar nicht mehr hoch. Vor lauter Last. Belastend. Hätte Mike jetzt gesagt. Jetzt Mike. Ja. Oben. Ja, aber wir sind ja auch schon fast da, ne? Wenn man mal so guckt. Allzu weit ist das wirklich nicht, weil wir sind sonst mit der Mine hier unten. Also. Aber wo landen wir dann? Ich habe da gerade Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Das ist das nächste Meeting-Projekt, glaube ich. Aber dieses Jahr gibt es Gott sei Dank keine mehr. Gott sei Dank, ey. Ich höre das keiner. Da geht schon wieder in der Handtasche spazieren. So. Müssen wir natürlich jetzt hier auch schön ausholen. Aber dann geht's. Trotzdem sehr eng, also wir werden das noch ein bisschen ausbauen hier natürlich. Auch für sowas könnte man natürlich dann den Bagger nutzen, ne? Und dann schön gerade Wege ziehen. Wo hänge ich denn jetzt gerade? Von der Höhe, oder was? Das kann natürlich sein. Mal den. Ja, Tatsache. Das war der Ast. Kupfertechnisch war das natürlich nicht so tragreich. Aber dafür haben wir jede Menge nochmal Steine, um unser Gebäude umzubauen. Da würde noch ein bisschen Stahl fehlen. Ah, das ist natürlich auch blöd hier. Kippe den Ast weg. Sowas denkt man ja gar nicht, ne? Wenn man jetzt die Straßen baut und das kennt mit dem kleinen LKW, dass es jetzt von der Höhe her nicht hinkommt wegen der Äste. Für das eine Rezept müssen wir auch noch Stahl unten hinbringen. Das könnte ich mit dem kleinen LKW machen. Werden wir den großen hier einfach in der Produktion leeren lassen, würde ich vorschlagen. Damit meine ich, wir fahren jetzt hier hin zu der Maschine, wo wir die Sachen brauchen und dann nehmen wir das Inventar des LKWs. Schalten das frei. Da, wir brauchen noch ein bisschen Stahl eigentlich. Und dann könnten wir hier hingehen und sagen, so, nimm jetzt einfach die Steine hier vom LKW. Und da sieht man auch, wie schnell wie die Steine wieder loswerden. Ne? So ist ja nicht. So. Bestellen. Und dann bin ich schon total ausgehungert wieder. Dann müssen wir noch ein bisschen Stahl hier reinkippen. Achso, das Computerlabor, das kann man auch aufstellen. Aber da habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Essenskapazität. Ich weiß gar nicht, was man da herrscht. Das ist mir völlig neu, das Ding. Stellen wir mal. Passt ganz gut hier hin, ne? Nein! Es braucht Wasser. Oh nein. Okay, dann müssen wir das woanders hinstellen. Was bringt es? CO2? Was ist das denn alles? Cutting Edge Cooking. Genau, da wollen wir hin. Ah ja, und hier stellen wir dann Fisch aufbereiten. Hydrokolloids.
Maisstärke. Seetang. Hä? Und dann essen wir hier nur so eine Dosen oder was? Da wird dann einfach hier die rohen Zutaten reingeschmissen und dann wird das aufgearbeitet und dann... Transglutaminase. Maltodextrin. Nährstoffe 10 Kalorien. Das erscheint mir jetzt aber nicht so, als wenn es irgendwie sinnvoll wäre, das herzustellen. Flüssiger Stickstoff, wozu ist das denn? Liquid Nitrogen. Hä? Keine Nährstoffe und 10 Kalorien. Warum soll ich das denn dann machen? Habe ich irgendwo hier, ist irgendwie die Mission bei mir nicht ganz angekommen? So, Rezept. Das sind die Rezepte. Und das kommt raus. Wird für nichts verwendet. Hat keine Nährstoffe, aber 10 Kalorien. Und wofür braucht man einen CO2-Kanister? Auch für nix. Da bin ich jetzt aber irritiert. Das müssen wir jetzt erstmal gar nicht groß weiter anschließen, glaube ich, weil bringt ja nix. Gut, Leute. Schleppen wir noch mal kurz den Stahl rüber und dann würde ich sagen, ich gehe noch mal ein bisschen Essen fassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In alter Frische hoffe ich doch sehr. Hat er jetzt den Auftrag gar nicht angeworben? Warum nicht? Was fehlt ihm denn? Ah. Stahlbarren fehlen ihm. Genau. Ja, dann haben wir den Computer, den Tisch hier haben wir jetzt auch gebaut. Aber das ist ja nicht das, wo wir dann hin müssen. Wir müssen ja dann hier erstmal weiter Windräder produzieren. Und eben genau dafür brauchen wir jetzt den ganzen anderen Kladderadatsch. Wie zum Beispiel weitere Kupferkabel und so weiter, damit wir die elektrischen Circuits bauen können. Die Getriebe, das machen wir mit Stahl, haben wir ja auch jetzt in der Mache. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen basteln. Der LKW lasse ich jetzt erstmal leer werden. Ich baue die Halle um. Und koche mir mal eben was zu essen Neues. Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder. Dir wünsche ich eine gute Nacht. Und in der nächsten Folge sage ich euch dann, was wir hier mit Star Trek The Next Generation gemeinsam haben. Gute Nacht. Bis bald.